Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Breakwaters. Der Grund, warum es gestern kein Part gegeben hat, liegt an diesem leuchtenden Strahl. Ich habe die ganze Zeit versucht, auf YouTube geschaut, auf googelt, alles mögliche. Wo finde ich das? Ich bin diesen scheiß Strahl, und das muss ich jetzt wirklich so sagen, ihr seht es hier an der Map, entlang bis da runter gefahren. Das gibt's ja nicht, da ist nichts, da ist doch irgendwas im Arsch. Ja, da ist was im Arsch. Ich habe schon gedacht, vielleicht ist es ein Bug oder keine Ahnung. Hab mich dann ein bisschen einen einzigen YouTuber gefunden, der da einen 3,5 Stunden Part gemacht hat. Den kannte ich nicht und ich habe mal gesagt, wer immer mir sagt, was hier falsch rennt, kriegt ein Abo und Like von mir. Ja. Dann hab ich da was gehört. Das ist ein Bug. Das ist wirklich ein Bug. Aber es ist nicht so ein Bug, wie ich glaubt hätte, dass in die Richtung, was stimmt, die Richtung ist falsch. Die, wie ich das aktiviert habe, wie sie vielleicht die vorigen Parts gesehen habt, hat das darüber gepointet. Da hinten, jetzt sieht man schon die kleine Insel mit dem gelben Ding. Die sieht man normal nicht gleich. Und dann habe ich noch eine Quest dazwischen gemacht, ebenso wie es das Spiel sagt, nach der Reihe, wie der Typ da oben auf dem Berg mir das gesagt hat. Und das zeigt er darüber. Aber da ist was falsch dran. Das stimmt nicht. Die Richtung, die erste stimmt. Also wenn ihr das Problem habt mit dem Pedestal wie ich, müsst ihr in die Richtung fahren, wo das erste Mal der Strahl hinzeigt hat. Aber es ist jetzt auch nicht so extrem. Ich bin gleich direkt hier ist das gleich. Das heißt, ihr umrundet einfach die Insel, dann kommt ihr da vielleicht besser hin. Ich hoffe halt, das stimmt, was ich jetzt sage, weil ich habe es ja noch nicht versucht. Ich habe das einfach jetzt einmal nur gesehen. Okay, da ist was, das müsste gehen. Probieren wir das mal. Genau das werden wir jetzt auch machen, ja. Wir gehen jetzt dahin, probieren das mal aus. Wir haben unsere Tröte mit, dieses Hörnl-Ding da. Ich habe andere Charakter? Nee. Ich Agility Carry Kapazität. Er hat 2 Stack Count. Das habe ich leider vorher mal geskillt. Ich habe nämlich eigens eine Welt begonnen. Nur um zu schauen, ob das jetzt ein Fehler war von mir, von der Reihenfolge in der Quest. Das sollte normal ja kein Problem sein. Außer ein Spiel ist neu und schwerst verpackt. Wie gesagt, ich habe mit dem Spiel total Spaß. Sonst hätte ich mich auch nicht so lange damit beschäftigt jetzt. Aber ja, es ist doch ein schwerer Bug. Also am Anfang zeigt er in die Richtung hier. Ich habe nämlich sogar, wie ich das im anderen aktiviert habe, ich habe die gleichen Seed wieder genommen, ein Screenshot gemacht, welche Richtung der zeigt, nur um das zu wissen. Ob ich Scheiße baue oder ob das Spiel schuld ist. Ja, na, es ist in dem Fall wirklich das Spiel. Ich habe jetzt schon 2 Titan Relics. Ich habe diese Tröte hier. Ah, die da. Und da muss ja irgendwas gehen, habe ich mir gedacht. Ach, dieses blöde Teil steigt immer ab. Ja, das immer. Das dürfte das sein, was ich jetzt so mittlerweile gestern Abend, das waren sicher 2 Stunden, und heute mittlerweile, es ist jetzt 0.05 Uhr, das sage ich ja gerne dazu. Angefangen habe ich um 21 Uhr und habe mir gedacht, das, die Scheiße, das gibt es nicht. So viele YouTube-Videos durchgeklickt, geschaut, Ding. Dann ist einfach die Richtung von diesem dämlichen Strahl falsch. Ich meine, wie blöd kann man sein? Also, das muss ja doch dem Entwickler schon aufgefallen sein, selbst nach erst 2-3 Tagen Release, dass das nicht funktioniert. Oder, was ich mal eher denke, es liegt am Seed. Dass manche Seeds irgendwie blöd sind, ich habe einfach einen blöden Seed erwischt. Ja, ich habe mein Geburtsdatum eingegeben als Seed und das kann ja dann im Endeffekt, kann ja nur schief gehen eigentlich. Aber gut, wusste ich halt nicht vorher. So, jetzt ist hier Strahl zeigt darüber, wir sind hier. Da hat es irgendwas, macht aber nichts. Jetzt gehen wir mal daher, jetzt machen wir den ganzen Scheiß mal weiter. Use! Ei, boah, da fahren die Pfeiler hoch. Okay. Ich kann da schon wieder raus, oder? Ich sehe nichts mehr bewegen, aber
ich höre noch was. Schaut immer nicht schlecht aus. Hat die Quest sich jetzt verändert? Nee, hat sie nicht. Jetzt tun wir mal tröten da. Aber ich weiß auch schon, was ich. Ach, diese scheiß Maske aus. Das heißt, mal safe aus. Safe. Jetzt tröten wir mal, schauen, was passiert. Ja, tröt. Ah! Leck mich am Arsch. Und was mache ich jetzt mit dem? Ich meine, das wird mich jetzt nicht rausreißen, aber... Arsch. Ja, was tue ich jetzt gegen den? Ich fahre mal im Boot hin. Wobei ich so das Gefühl habe, wenn das nichts wird. Jetzt stecke ich wieder an diesem scheiß depperten Ding da fest. Ach Gott. Entwickler. Wenn mir irgendwer jetzt sagen wird, was ich jetzt tun soll. Fahr durch. So. Da mag ich nicht, bis ich dabei haben. Scheiße, Boot weg. Fuck. Das Problem ist, da gibt's Hai. Und die One-Shotten. Anhalten. Ach. Ja, wie kill ich den? Schaut ein bisschen fett aus, der Typ. Okay, ich sollte mich verziehen. So, jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt mit dem? Okay, jetzt habe ich den Titan hier. Kann aber mit dem irgendwie nichts Genaues anfangen. Was, wie töte ich denn? Kann ich den eigentlich jedes Mal wieder beschwören? Ich hoffe mal. Aha, Titan, ich kann raus. Ja, das ist halt das Problem. Was mache ich jetzt mit dem da? Bleibt der jetzt da drin, oder? Mein Boot ist was kaputt, ich kann sowieso nichts mehr anfangen. Ich könnte ihn aber einfach mal da drin stehen lassen. Ich
Bremsen. So. Ich rüste mich kurz aus, bin gleich wieder da. Glaube ich halt. Okay, eigentlich wollte ich jetzt gerade weiter nach wieder zurück und mal schauen, mit den Typen reden, mich herrichten. Es ging nicht mehr. Selbst im Stehen hat der Titan ist in die Runde gegangen, hat mich, ja genau das, halb eliminiert. Und jetzt ist mir gesagt worden, wenn ich so eine Fackel abschieße da, so ein Leuchtsignal, kommt dieser Bootsmann, der Ferryman-Typ da, und der kann mein Boot recovern. Das schauen wir sich jetzt an, ob er das wirklich hinkriegt. Oh, so ist sowas nicht. Autsch. Ich fühle mein Boot. Ja, das ist da. So cool. Ja, es wäre schön gewesen, wenn es nicht unter Wasser gesetzt hast. Denn? Boah, das war es knapp. Leck mich doch. Bist du fertig? Boah, das hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass das so knapp wird. Gut. Dann, ich gehe mal schlafen. Repair mein Boot. Nein, da fahre ich jetzt nicht drüber. Repair mein Boot. Beziehungsweise stelle ein neues Boot her. Mit Kanonen. Schauen wir mal, ob wir den irgendwie zusetzen können. Bis gleich. So, da werden wir uns jetzt mal für den Kampf herrüsten. Ich habe jetzt da in dem vorigen Video, in dem wir nehmen die Chaser, es geht mit dem Explorer genauso, ich habe gesehen, dass wir besser dran sind. Aha, das schaut irgendwie gleich aus. Ich habe gesehen, dass wir besser dran sind, wenn man so eine Special Kanone hat, so eine Charged Cannon. Das Problem an der Sache, ich habe keine Charged Cannon. Also ich habe jetzt dann nur so mal rumgeforscht ein bisschen. Man kriegt die Charged Cannon, bekommt man besser. Can place anyone in land? Was? Land die Balliste. Man kriegt die Charge Cannon bei so einer kleinen Island, wo mittig eine ist und kleine Steine rundum. Da werden wir sich jetzt mal ein bisschen umschauen und versuchen mal da irgendwie was rauszuziehen, was wir eventuell brauchen können. Ich lege nur gerade alles ab, was ich nicht mehr brauchen kann, weil ich habe mich da jetzt eh verausgabt schon. Wir werden hier jetzt noch ein bisschen herstellen betreiben, beziehungsweise preparing for fight. Und dann werden wir beim nächsten Part den Titan bekämpfen. Jetzt schauen wir mal geschwind, ob wir noch was finden. Ich meine, man kann hier auch, soweit ich das gesehen habe, Crystal Motor herstellen. Der ist natürlich auch sehr cool. Man kann ihn ja mit Q tracken. Könnten den Crystal Motor noch finden machen, aber das Problem ist, wenn ich keine Crystals mehr habe, fahr dann immer. Das ist das Problem an der Sache. Aber für den Kampf braucht man trotzdem. Das hilft nichts. So. Boat Motor schaut gut aus. Mit Q übrigens kann man das anhängen, falls ich es vorher nicht gesagt habe. Ich weiß es nicht mehr. Stellen wir den her. Ah, Boot. So hat es sich leider verkrümmelt. Ich pack mal ein bisschen früher, vielleicht, wenn er da nach vorne rutscht, vom Anker her, dass das nicht so ein Problem ist. Das brauchen wir nicht.
kann das Seil gar nicht mitnehmen eigentlich. Was kann man noch herstellen? Eine Ballista. A small lighter shot primarily used in Ballista. Das ist die Armor. Ich kann hier gar keine Kanonen draufstellen. Haha. Ich könnte einen Grabberarm nehmen. Ja gut. Soweit haben wir das mal. Brauchen auf jeden Fall viele Crystal Shards mit. Also die Yellow. Dann kommen schon wieder die Bäume näher. Bäume! Ihr nervt ein bisschen. Ist nicht sonderlich wütend, aber doch. Aber wenn man sie ignoriert, ist das Schöne dran. Verpissen sie sich sowieso irgendwann wieder oder gehen durch soweit. So. Wir nehmen mal 999 mit. So, wir brauchen jetzt, soweit ich das gesehen habe, das Blueprint für die so eine leuchtende Kanone. Ihr habt ja in dem vorigen Part gesehen, diese Schweine, die was so blau leuchten, die haben so ein Schild. Okay, open the boat motor. Die haben so ein Schild. Und das Problem an der Sache ist, dass ich... andere Richtung. Das Problem an der Sache ist, dass ich... ja, der wird mich jetzt lieben. Dass ich keine Kanone habe, die so ein Schild runterballern kann, weil der hat auch ein Schild. Der leuchtet ja auch so blöd. Aber wie gesagt, das sollte man in der Umgebung da angeblich irgendwo finden. Ich werde mal schauen, ob das stimmt. So, nachdem ich da jetzt ewig im Kreis gurkt bin, mache ich jetzt mal noch eine Pause. Also ich glaube, ich finde das. Also ihr seht, ich habe mir gedacht, ich bin hier ist mein Titan, hier ist die Insel. Ich habe mir gedacht, ja, das wird da rum sein, da ist nichts. Jetzt sind mir die Crystals ausgegangen, habe ich hier nicht rumfahren können, bla bla bla. Heißt, ich habe mir überlegt, vielleicht gibt der Jäger mir noch ein Rezept da unten. Das heißt, ich mache mal das, was der wollte. Der wollte, dass ich diese Schweine töte mit diesen Crystals. Crystal-Pfeile, die blauen. Wir werden das jetzt einfach mal testen. Mit einem normalen Pfeil, was da rauskommt. Ich habe noch nie Pfeil geschossen. Mal schauen, wie da die Flugbahn ist. Null. Gut. Pfeile wechselt man mit Rechtsklick. So, nehmen wir mal den. Ah. Überhaupt nicht behindert gerade zum Rumzahn. Ich verstehe, ihr seht es nämlich nicht. Die Maus ist extrem langsam gerade. Ich kann da wirklich, ich fahre da Zentimeter weit, dass sich der Millimeter ruckt. So, jetzt habe ich ihn so weit unten. Das Blau ist weg. Kann ich jetzt so hauen? Ja. Ich kann die Crystal Arrows wieder abpicken. Bleib stehen. Das ist halt jetzt das bis... Ah, Bohrtasks. Na dann. Und wieder am Bogen. Reicht wirklich. Crystal-Pfeile wieder picken. Stirb da! Sack. Immer blaue Pfeile her. Und Essen geben es vor allem viele. So, jetzt haben wir zwei, vier, drei, drei. Haben wir noch so ein blaues Schweinchen. Vielleicht ist wirklich das, was mir gefehlt hat. Dass man, nachdem ich das mit den blauen Pfeilen gelernt habe, ja, mir ein Rezept für eine Kanone gibt oder so. Ich weiß ja nicht, vielleicht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall finde ich nach wie vor das Spiel gut. Es ist mittlerweile wirklich im Rahmen.
wenn man sich an die Steuerung gewöhnt hat. Aber ich habe halt nach wie vor das Problem, dass es die Quests ja nicht erzählen. Ich habe nur Quests, die mir eigentlich genau gar nicht verraten, was ich eigentlich gerade machen soll. Vielleicht kann ich das nochmal umstellen, dann irgendwann auch, dass das mit dem Pfeilzielen da nicht so ganz so behindert ist. Pfeil einglauben. Alter. Fünf, das sollte reichen. Mehr wollte der Typ nicht. Für Pfeile brauche ich Federn. Da muss immer das Händel dran glauben. Na, scheiße. Das Händel muss nicht dran glauben. Das Händel hat heute einen Glückstag. Hier ist total gern Hühnchen. Aber es darf heute leben. Weil zu lieb ist. So, mein Freund. Sind wir jetzt was für diese Bohr-Tasks? Ja. Thank you. Ja, und hast du das irgendwas für mich? Boah. Ah, das ist schwer zu lesen. Hey, no, if you'll be looking to know more about crystal weapons, you should go see the person that taught me. Who taught me? He used to be a breakwater master Odysseus. He lives out on his own small island. I'll mark the last place I recall on your map. You might even be able to get you something to put on your boat. Sounds cool, eh? Mission complete. Ah! Macht ja irgendwie schon gleich mehr Sinn. Aber dass die Quest mir dazu eigentlich gar nichts sagt. Jetzt, wenn der Typ so eigentlich gar nichts sagt, die Quest gar nichts irgendwie sagen, wo ich genau hin muss, ist schon. Okay, ja, sehen wir sich gleich bei dem Typen dort. Dann ist Partende, der nächste Part Kampf. Aber jetzt schauen wir nochmal hin. Bis gleich. Das schaut gut aus. Und cool nebenbei. Kann ich da reinfahren im Boot? Alles wurscht. Bleib da stehen, ich habe eh so wenig. Sprudel mit immer. Schauen wir mal. Wird er hoffentlich nicht gleich an. Hey, komm. Hat mich letztens gefressen. Bin gespawnt, hab nicht mal die Hälfte meiner Ausrüstung gehabt. War super toll. Das ist jetzt die Insel, die ich gemeint habe. Eine kleine mit die Ringe rundum. Ich weiß noch immer nicht, wie ich Fisch nebenbei. Vielleicht sollte ich mir mal diese Kokosnussbomben bauen. Vielleicht geht's mit Dynamit fischen. So, mein Einsiedlerfreund. Warum stehst du am Dachl? Und wie zum Henker soll ich jetzt zu dir aufgekommen? Weiter. Nicht wahr, oder? Ach Gott, Spiel! Was haust du mir noch alles rein? Kann ich die Hütten hier machen? Pff.
Da bin ich darauf. Geh. Ey, das ist ja nicht wahr, oder? Falls sowas eigentlich. Okay, kurz nachdenken. Wie komme ich da jetzt drauf? Na. Ja, aber jetzt muss ich da eine halbe Insel abhacken da. Also manchmal denke ich mir schon, das Spiel macht das mit Absicht, dass man da alles reinwirkt, was geht. Dabei bin ich hier so lieb zu ihm. Im Vergleich zu anderen Leuten, was auf Steam geschrieben haben, gebe ich ihm eine Chance. Refund doch nicht. Wenigstens kann man das da herbauen. Kann ich das? Ja. Ach du blödes. Du Scheißteil! Unnötiges. Ich will, wenn ich da hinten raufkomme, habe ich es ja auch schon geschafft. Wenn ich rum bin, kommt der runter, ne? Haha. Ey, dann probiere ich aber eben zu erschießen. Da kann er sich sicher sein. Durch mit einem Pillar. Irgendwo einen Pillar herstellen dann. Ja, da rüben rauf ist auf jeden Fall einfacher. Komm ich da wieder in die Mitte? Ja, bitte! Jetzt. Ja, dafür habe ich gerade keine Geduld. Sieht sie mit der Höhe nicht aus, das kann ich dann auch craften. Irgendwas, mit dem ich da ein Stück höher komme. Am besten halt auch was, mit dem ich jetzt was anfangen kann. Aber du gehst mir jetzt schon so auf den Sack, wirklich. Also, das kann ich da gar nicht sagen. Oh, ein kleines. Okay. Ein halb hohes. Das ist jetzt Arsch. Die Hüpfmechanik in dem Spiel ist ja ein bisschen extrem. Ich komme darauf irgendwann.
Früher oder später bin ich da oben. Du kannst ja sowas so sicher sein, dass ich dich da oben runterschlage nachher. Irgendwie. Du Scheißbaum da! Ah! Ich schau alles Arsch irgendwie und dann noch diese depperten. Auch mit dem Roof probieren dabei, aber noch ein paar von den Dingen. So, was war es? Was brauche ich jetzt für das Roof? Das Roof ist nämlich schräg ein bisschen, vielleicht. 10 Seetan. Dadurch, dass das Roof schräg ist, kann ich vielleicht ein bisschen das wo montieren besser. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sollte passen, aber verzählt sich ja gern. Sag jetzt nicht, das war gleich auch gegangen. Ja, Leute, baut einen Roof. Hallo, du schwer zu erreichbares Etwas. Jetzt mal darauf ein Stück. Ist da noch jemand? Oh, Charged Cannon. Kann man da kaufen? Nett. Sagt er mischenmäßig. Why hello there, a placeholder takes talking about Titans and Breakwaters, bring him 20 fish to learn his secrets. Ernsthaft? Okay, aber wir sind mal soweit, wir kommen darauf, wir sind hier und jetzt wäre es nur mal interessant, wie mir dem jetzt den Fisch bringen, da ich ja nach wie vor keine Ahnung habe, wie ich fische. Gott sei Dank genug Kohle mit. Mehr als genug Kohle. Heißt so viel wie. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment, nichts vergessen. Und beim nächsten Part geht's auf den Titan an den Kragen, hoffentlich. Gut, dann. Dahin sieht man sogar noch. Bis zum nächsten Mal. Gesund bleiben, bis dann und ciao.